Was soll man zum heutigen Handelstag sagen? Es ist ziemlich nervös. Es geht rauf und runter. Vorbörslich waren die Kurse diesmal deutlich tiefer. Dann kam die Erholung an der Wall Street, aber dann auch wieder etwas Schwäche. Man merkt regelrecht, wenn man die Kurse beobachtet, dass da eine gewisse Nervosität ist. Und es gibt natürlich Gründe für diese Nervosität. Ausbleibender Stimulus durch die US-Politik, die Wahlen in den USA mit dieser immensen Unsicherheit, die damit verbunden ist, die Saisonalität, die eher ungünstig ist. Aber wir sind natürlich auch im kurzen Zeitfenster ein bisschen überverkauft. Möglicherweise ist dieser kleine Umschwung dadurch gekommen auch, aber er ist wahrscheinlich vor allem gekommen, weil hier der Dollar so ein bisschen an wichtige Widerstandsniveaus gekommen ist und da zunächst mal dann wieder nach unten gedreht hat. Und der Dollar ist nach meiner Auffassung derzeit extrem wichtig, weil er ein Pegel für Stress ist an den Märkten, praktisch ein Indikator dafür, ob Risk On oder Risk Off angesagt ist. Und das wollen wir uns im Einzelnen mal anschauen, was heute vielleicht wichtig war. Hier sehen wir den Dollarindex, der ja lange Zeit auf dem absolut absteigenden Ast war, dann jetzt aus diesem Abwärtstrend zunächst mal ausgebrochen ist. Wir sind jetzt genau auf dem Niveau, auf dem wir waren, kurz bevor die Märkte crashten im März, als der Dollar auch schwach war, kurz vor Ausbruch der Corona-Krise, als die Aktienmärkte dann plötzlich massiv abgeben mussten. Dann wertete der Dollar ja auf Risikoaversion, der Dollar als vermeintlich sicherer Hafen, eben weil er die Weltwährung ist und die Welt in Dollar verschuldet ist. Und jetzt sind wir sozusagen genau an diesem Niveau, das zugleich auch ein 23,8er Retracement ist von diesem Abverkauf, den wir gesehen haben auf der Spitze dann der Corona-Krise, als der Dollar aufwertete und dann die Fed ja ihre Politik ein bisschen änderte, Zinssenkungen machte, whatever it takes, we will do, gesagt hat in Gestalt von Jerome Powell. Also dementsprechend dann der Dollar eigentlich immer auf der Verliererseite, die Aktienmärkte nach oben. Aber das hat sich jetzt eben geändert und es ist nach meiner Auffassung, wie gesagt, der Schlüssel zum Verständnis, was da derzeit passiert. Und passiert ist gestern zum Beispiel, dass ein paar Robin Hooder, diejenigen, die meinten, dass Aktien immer nur steigen können, wie hier Dave Portnoy, eigentlich jemand, der aus dem Sportwettenbereich kommt und sagt, ja, Aktien steigen eben, das ist praktisch wie ein Casino, bei dem man fast immer nur gewinnt, wenn man auf steigende Kurse setzt. Nun, man kann vielleicht sagen, es ist ein gezinktes Casino, durch die Notenbank gezinkt, aber oder Notenbanken gezinkt, aber die Fed hat jetzt mehrfach ja gesagt, okay, hier ist erstmal Schluss. Das muss jetzt die US-Regierung, das muss die Politik jetzt richten mit dem Stimulus. Wir können jetzt nicht mehr machen und das ist sozusagen ja auch der Grund, warum es die Aktienmärkte derzeit ein bisschen schwierig haben. Jedenfalls Dave Portnoy hier war gestern long in Tesla und wirkte zwischenzeitlich ein bisschen bedröppelt. Es ist Zeit, dass solche Leute aus dem System ausgemändelt werden, die eben keine Ahnung vom Markt haben, aber dann lange Gewinne machen, denken sie sind die allergrößten Superstars. Solche Phänomene hatten wir kurz vor dem Platzen der US-Immobilienblase, die hatten wir vor Platzen der Dotcom-Blase. Und so wiederholt sich eben Geschichte. Jetzt ist es Dave Portnoy, vorher waren es eben andere. Es ist wahrscheinlich erst dann wieder von einem einigermaßen gesunden Markt zu sprechen, wenn solche Leute, wie gesagt, den Schmerz ertragen müssen, der eben die Ahnungslosen früher oder später dann befällt. Diese vermeintlich Ahnungslosen, die sind jetzt derzeit wieder stark am Start, die Robin Hooder nämlich. Die waren ja gezwungen, ihre extremen Call-Optionsbestände, die sie eingegangen waren, abzubauen, als eben diese großen Tech-Werte, Apple, Amazon, wie sie alle heißen, nach unten drehten plötzlich, deutlich unter Druck kamen. Dann kamen auch diese Optionstrader unter Druck, mussten ihre Positionen deutlich reduzieren. Jetzt sehen wir das erste Mal wieder einen Anstieg. Also man glaubt sozusagen, jetzt haben wir ein bisschen Pech gehabt, aber jetzt wollen wir die ganze Geschichte nochmal hier richtig eingehen. Und das in einer Situation, wo wir heute, und das hat in den USA vor allem Schlagzeilen gemacht, so ein bisschen die Situation hatten oder die Situation hatten, dass der S&P 500 10% korrigierte von seinem bisherigen Hoch. Man spricht da bei 10% dann von einer Korrektur, bei 20% von einem Bärenmarkt. Wenn ein Markt also 20% fällt, ist qua Definition Bärenmarkt, so wie bei Silber. Ich hatte das heute Vormittag gesagt, Silber in einem Bärenmarkt, haben viele gesagt, also doch kein Bärenmarkt, ist ja vorher deutlich gestiegen. Ja, klar, aber Bärenmarktdefinition ist minus 20%, ist so, kann ich nicht ändern. Schauen wir uns noch ein paar interessante Dinge an, zum Beispiel, dass wir extreme Volatilität haben in diesem Jahr, so wie heute, kann man sagen. Wir haben jetzt das 8 volatilste Jahr der Geschichte, wie amerikanische Statistiker herausgefunden haben.
haben. Wir haben an 184 Tagen bislang Bewegungen von über 1% gesehen an den Aktienmärkten. Erinnern wir uns zum Beispiel an das Jahr 2017. Da haben wir teilweise wochenlang nicht mal eine Veränderung von 1% gesehen. Jetzt haben wir praktisch an so ziemlich jedem Handelstag eine Veränderung. Also dieses Jahr, das hat es schon in sich. Und es sind derzeit immer noch die Insider, die ihre Anteile verkaufen. Also CEOs von Firmen, Finanzchefs von Firmen, die haben jetzt in den letzten 4 Wochen ziemlich konstant verkauft. Allein in der letzten Woche wieder knapp 1 Milliarde Dollar haben sie hier praktisch entäußert. Vielleicht eben auch durch die fallenden Märkte so ein bisschen unter Druck gekommen. Jedenfalls sehen wir, dass da noch keine Kaufbereitschaft bei den Insidern ist. Liegt natürlich auch an der Wahl, an der Unsicherheit in Sachen Wahl. Trump hat ja gestern in einer Pressekonferenz nochmal gesagt, ja, ob er eine mögliche Niederlage akzeptieren würde, hat er gesagt, ja, schauen wir mal. Und dann sehen wir schon weiter. Jetzt hat dann heute Mitch McConnell, der Führer der Republikaner im US-Senat, gesagt, ja, also es wird einen ganz normalen Übergang geben für den Gewinner der Wahl am 3. November. Also hat praktisch die Gemüter versucht, ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, nein, es wird alles regulär laufen. Hat sich damit eigentlich gegen Donald Trump gestellt, der heute dann auch einen lustigen Tweet abgesetzt hat über Joe Biden. Sleepy Joe Biden, der schläfrige Joe Biden, der hätte seine Wahlkampagne heute schon wieder sehr früh abgebrochen. Das zeigt doch, dass er nicht sehr vital sei. Pardon, dass er, jetzt haben wir einen Frosch im Hals, sorry. Dass er also praktisch jemand ist, der den Karren nicht aus dem Dreck ziehen kann. Und natürlich, Donald Trump wirkt in jeder Hinsicht viel vitaler. Und möglicherweise ist es so, dass das doch ein Eindruck ist, der bei den amerikanischen Wählern verfängt. Wie kriegen wir die ganze Geschichte wieder hin? Da brauchen wir so einen Machertyp, auch wenn natürlich Donald Trump oft große Sprünge macht, um dann als Bettvorleger dann doch zu enden. Hier zum Beispiel mit TikTok, diese Geschichte wird niemals durchgehen. Das wird in amerikanischen Medien überhaupt nicht berichtet, dass die Chinesen praktisch schon klar gesagt haben, mit uns nicht. Wenn ihr das macht mit TikTok, dann macht es eben, aber dann werden wir nicht verkaufen, sondern dann stellen wir das Geschäft in den USA ein, fertig. In den amerikanischen Medien wird immer noch so getan, als würde Oracle und Walmart wirklich hier sozusagen die Geschichte gedeichselt haben, als würde Trump sich wieder hier mal als Macher erweisen, was faktisch aber dann in der Realität eben nicht so ist. Insgesamt der Mittelstand in den USA jetzt vielleicht so ein bisschen besorgt, auch über die Situation, dass Joe Biden und die Demokraten ja sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen wollen und die Wirtschaft wieder stimulieren wollen. Das findet man natürlich ganz gut, aber man fürchtet eben, dass diese Stimulierung dann mit Steueranhebungen verbunden ist, denn irgendwann muss diese ganze Geschichte ja mal bezahlt werden. Wir warten jetzt auf das Fernsehduell am 29. Das wird wirklich dann ein möglicher Gamechanger, wer da sozusagen sich klar durchsetzt, wenn zum Beispiel Biden einen schlechten Eindruck macht, was viele fürchten, dass er einfach wenig vital wirkt, dass er wie so oft stottert, dass er so ein bisschen die Sätze nicht zu Ende bringt, dann könnte das durchaus ein Gamechanger sein. Die Wall Street will eher den Donald Trump haben, weil eben vor allem Trump für niedrige Steuern steht. Das ist etwas, was die Wall Street liebt. Wir haben jetzt in Sachen Stimulus in den USA ja die Situation, dass die Geschichte eigentlich jetzt gelaufen ist und jetzt äußern sich immer mehr Republikaner, die sagen, ja, ich glaube, das macht keinen Sinn, wenn wir die Leute bezahlen, dass sie nicht arbeiten, die sollen doch lieber arbeiten gehen. Da werden sich viele denken, ja, ich würde gerne arbeiten, aber es zeigt so ein bisschen die Denke bei den Republikanern. Trump möchte ja eigentlich einen Stimulus, klar, er will sozusagen die Leute günstig stimmen zum Wahltermin und dieser Stimulus, das hat Paul heute mehrfach nochmal gesagt, heute ja der letzte Teil der Anhörung von Jerome Powell, der ja seit Dienstag im Grunde schon am Start ist, hat gesagt, es ist wirklich notwendig, dass wir hier weiteren fiskalischen Stimulus brauchen. Hier ein Kommentator sagt, das hat er schon das 82. Mal jetzt in dieser Woche gesagt. Und Paul interessanterweise hat gesagt, also wenn das nicht kommt, dann werden wir bald sozusagen Zwangsräumungen sehen von Wohnungen. Dann werden wir sehen, dass Hypothekenkredite nicht mehr bedient werden. Das ist eine ziemlich eindeutige Sprache. Damit macht Paul nochmal klar, die Politik muss jetzt liefern, das können wir nicht mehr weiter tun. Das war schon eine interessante Aussage. Zumal wir jetzt doch wieder am Arbeitsmarkt eher schlechte Daten bekommen haben. Erstanträge schlechter als erwartet, vor allem die Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge,
Die waren auch schwächer. Also wir sehen, dass die Lage am Arbeitsmarkt sich nicht so wirklich entspannt. Wir hatten dann Hausverkäufe in den USA, die Verkäufe neuer Häuser. Überragend, bester Wert seit 2006. Also wir sehen so eine Art Wiederentstehung der Immobilienblase vielleicht in den USA, interessanterweise. Und wenn wir jetzt noch nach Deutschland kommen, da hat die Financial Times heute wieder einen lustigen Bericht vorgelegt über Wirecard, dass praktisch das gesamte System Wirecard mehr oder weniger betrügerisch war und dass jeder, der als Regulator, nämlich die BaFin, seine Aufgabe ernst genommen hätte, das sofort hätte entdecken können. Die BaFin hat es vorgezogen, dann die Journalisten zu verklagen. Und wenn wir jetzt noch nach Deutschland kommen und die größte Leuchte der Weltgeschichte uns anschauen, das ist Marcel Fratscher, der ja kürzlich gesagt hatte, also man sieht ja, dass die Investoren Griechenland und Italien vertrauen, sonst wären ja die Renditen, die Risikoprämien für griechische und italienische Anleihen nicht so niedrig, gell? Also da hat der Mann seine genialen Gedanken. Und jetzt hat er gesagt, also passt mal auf, Kalifornien wird ab 2035 die Verkäufe von Benzinern und Dieselfahrzeugen verbieten. Das sollten wir doch auch machen. Ja, Marcel, das ist super, dann würden wir vielleicht gleich einmal die deutsche Autoindustrie platt machen. Und dann wird natürlich alles gut. Hauptsache, wir fahren dann mit Elektroautos, die in der CO2-Bilanz ja auch nicht so viel fürchterlich besser sind. Das sollte man vielleicht den guten Marcel einmal stecken. Also, das ist die Situation, meine Damen und Herren. Der Dollar ist der Schlüssel. Wir sehen Nervosität an den Aktienmärkten. Das dürfte so bleiben. Es bleibt choppy. Es bleibt ein ziemlich heißes Ding, was uns da erwartet. Mit dem Fokus jetzt schon auf diese Fernsehdebatte am 29. September. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderschönen Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.